Also die MS Wissenschaft ist ein 103 Meter langes Binnenfrachtschiff und ist in diesem Jahr in 38 Städten in Deutschland und Österreich unterwegs. Wir starten am 6. Mai unsere Tour in Berlin und fahren dann eben über verschiedene Stationen bis nach Österreich und enden dann am 28. September in Forchheim. Wir sind in den einzelnen Städten immer 2 bis 4 Tage vor Anker und da können dann die Leute an Bord kommen und sich unsere Ausstellung anschauen. Die MS Wissenschaft bietet den Besuchern Exponate direkt aus der Forschung. Das ist also das Besondere daran. Das sind wissenschaftliche Institute, die diese Exponate extra für ein breites Publikum herstellen. Sie bemühen sich darum eben, dass das Mitmachexponate sind. Also man hat nicht nur Text zu lesen und Vitrinen zum Angucken, sondern das sind eben auch Spiele und Hands-on-Exponate, wo man selber ausprobieren kann. Falls man trotzdem nicht mit den Exponaten zurechtkommt, haben wir natürlich noch unsere Ausstellungslotsen an Bord. Das sind Studenten und junge Wissenschaftler, die eben für Fragen zur Verfügung stehen und eben auch alles Weitere erklären. Wie wir ja alle wissen, beeinflusst die Digitalisierung immer mehr unser Leben und unseren Alltag. Zum Beispiel auf der Arbeit, das ist eben ein Bereich. Wir haben die digitale Wirtschaft und digitales Arbeitsleben hier an Bord, aber auch im Bereich digitales Wissen, also die Wissenschaft und die Bildung verändern sich durch die Digitalisierung und natürlich auch unsere private Kommunikation, sodass wir auch einen Bereich digitales Miteinander an Bord haben, wo eben gezeigt wird, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf unser Leben hat.